Der Zürichsee ist ein beliebtes Erholungsgebiet für die Stadt- und Agglomerationsbevölkerung. Gleichzeitig dient er auch als nachhaltige Energiequelle. Mit der Energie aus dem Seewasser versorgen wir Liegenschaften rund um das Zürcher Seebecken umweltfreundlich mit Wärme und Kälte. Das Seewasser fassen wir mit Seihern in 10 bis 15 Metern Tiefe und transportieren es über mehrere hundert Meter lange Leitungen in die Seewasserzentrale. Dort wird das Wasser gefiltert und zu den Wärmetauschern geführt. Diese entziehen dem See kein Wasser, nur wenige Grad seiner natürlichen Wärme und geben diese über ein Energienetz an die verschiedenen Energiezentralen weiter. Wir führen rund 150 Meter vom Ufer entfernt gleich viel Wasser in den See zurück, wie wir entnommen haben. Effiziente Wärmepumpen in der Energiezentrale bringen mit dieser Wärme Wasser auf Heizenergietemperatur, die für die Heizung und die Warmwasseraufbereitung genutzt werden kann. Die Pumpen betreiben wir mit 100% erneuerbarem Strom. Profitieren das Kongresshaus und weitere angeschlossene Gebäude von nachhaltiger Wärme, die regional produziert und regional verbraucht wird. Im Sommer beziehen sie Kühlenergie, die entweder direkt via Free Cooling vom Seewasser stammt oder von effizienten Kältemaschinen erzeugt wird. Seit 2003 versorgen wir mit verschiedenen Seewasserverbunden nebst dem Kongresshaus zahlreiche Gebäude nachhaltig und wirtschaftlich mit Energie. Dazu gehören unter anderem das Stadthaus Zürich, die Kirche Frau Münster, das Hotel Park Hyatt, die Gebäude der NZZ sowie diverse Büro- und Wohngebäude. Klimaschonend heizen und kühlen mit Zürcher Seewasser.